Das funktioniert echt gut. Ich bin da wirklich immer wieder erstaunt. Wahrscheinlich sind einfach nur die Bereiche, in denen quasi man immer das ganze Zeug greifen kann und wie das einrastet, einfach so gut gewählt und so groß gewählt, dass das selten mal nicht funktionieren sollte. Ha, schön. Wobei, die Energiezellen waren gar nicht mal das Problem. Behaupte ich mal. Lebenszellen, ja, haben wir eigentlich auch eine ganze Menge. Das ist ein nicht sicherer Bereich. Meine Güte. Hier ist überall nicht sicher. So ist das Leben. Okay, das heißt. Hoch hier. Na, ich würde schon ganz hoch gerne. Ja, hier komm, mach kaputt. Da links ist. Diese ganzen schönen Energiezellen, ne? Das ist ein Traum. Warum konnte ich da vorher nicht hoch? Warum konnte ich da denn nicht hoch vorher? Warum, frag ich mich. Au. Kann man auch ohne das... Da kann man auch einfach so hin. Okay, Von oben wahrscheinlich nicht, ne? Kann man da irgendwie eine doppelte Ebene oder sowas erkennen? Ich wüsste jetzt im Moment nicht genau wo. Fähigkeiten sollen wir genug haben. Oh, ah, sehr gut, alles klar. Also das ist wirklich nicht immer so einfach zu erkennen, wo denn da was ist. Da unten ist noch ein bisschen Erfahrung, da will ich jetzt nicht hin. Ich würde mal echt sagen, wir gehen da mal wieder hoch hier. Da ist noch was. Ah, hä? Habe ich das nicht mitgenommen? Okay. Anscheinend nicht. Fähigkeiten hier. Erhöht die Ausbeute bei Geisterlicht. Ja, was ist ein Geisterlicht genau? Die Dinger, die in der Gegend hängen. Ermöglicht es, die Geisterflamme erheblich schneller abzufeuern. Ja, komm hier. Gib her den Quatsch. Machen wir es mal so. Ich gehe jetzt hoch. Und dann, bewegen wir uns mal Richtung Ende hier. Komme ich da hoch? Ja, doch komme ich. Sehr gut. Ich denke mal, dass diese so und so viel Prozent... Au. Aua. Warte mal, kann ich die... 82% habe ich. 309 Tode, das geht. Dass sich das auf das insgesamt alles, was es zu finden gibt, bezieht, oder? Und alles, was es freizuschalten gibt. Oder ist das das erkundete Gebiet vielleicht? Gut, da haben wir noch ein ganzes Stückchen hier rüber. Da haben wir noch was. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht an dieser Stelle. Irgendwas wird es schon sein. Bin ich mir recht sicher. Es wird immer irgendwas sein. So, wo muss ich hoch? Hier direkt. Ah, das war... Also, wenn was falsch war, dann ja wohl das. Au. Ja, ist ja gut, Moppelmann. Ich mag dich auch. Ja, genau. Dann komme ich da direkt zu dem Fähigkeitspunkt hin. Zwischendurch vielleicht nochmal so viel Erfahrung abgreifen, dass wir da eventuell nochmal hier Krams machen können, aufleveln können. Weil da war ja noch was. War das hier genau? Das geht echt gut. Ich könnte mich nochmal heilen da links. Auch das geht ja schnell hier. Ja komm, ein Schuss und kaputt. Das ist schön. Doch, das ist sehr angenehm von der Steuerung. Ich sag's immer wieder, aber ich sag's auch immer wieder gerne. 98%. Ich denke mal, es wird der Bereich da sein, wo wir gleich hinkommen werden. Dieses kleine Zipfelchen, dass das die letzten 2% sind. So. Wunderbar. Schön. Es fehlt noch ein kleines bisschen Erfahrung. Haben wir jetzt 100% dieses Mal. Wunderbar, hat alles geklappt, so wie ich es mir vorgestellt habe. Der nächste Gegner sollte unser nächstes Level bedeuten. Es sei denn, es ist so ein Typ hier. Oder Typin. Na, schieß, 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 schieß. Ah, Hilfe.
Ja, klappt super. Muss man da mal anmerken. Ah, es klappt spitzmäßig. Bombs. Ja. Ich weiß nicht, ob man hier auch mit dem Sprung einfach so durchkäme. Achso, natürlich. Wir müssen den noch umboxen hier. Na, okay, dann muss ich den anderen da unten auch noch umboxen. Geht das? Au. Das war komplett Murks. Okay. Ja, doch, es geht. Sehr gut. Fähigkeit brauchen wir 3 Stück für. Hier brauchen wir 2 für Geisterflamme. Komm, ich hau jetzt einfach alles voll. Meine Güte. Ist mir doch egal. Als ob hier irgendwie was Negatives und Verluste wären. Hier, komm, gib mir die 100%. La, da, 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 da. Das geht so gut hier. Na, du bist auch an die Stelle. Da war ich schon. Wind of War. Können wir mal bitte so sterben? Au. Oh. Und da tun sie das sogar. Das ist ja freundlich von dir. Nicht gut. Ja, ich merke jetzt nicht wirklich viel davon, dass es hier jetzt wesentlich schneller wäre, aber vielleicht mache ich es auch einfach nur. Vielleicht fällt es einfach nur nicht auf. Nennen wir es mal so. Wahrscheinlich müsste ich öfter drücken. Oder damit ist noch komplett was anderes gemeint, von wegen des Schnellfeuern-Krams. Weiß ich ja nicht. Ich bin ja nicht das Spiel, ne? Ich habe mich ja nicht selbst gemacht hier. Das wäre komisch, wenn man sich selbst machen müsste. Selbst herstellen. Ich glaube, dann wäre man eher unzufrieden, wenn man dann nicht so wird, wie man sich das wünscht. Weil man da ja, na gut, zumindest, also man könnte sich dann halt optimieren, aber es ist, ich glaube nicht, dass man da sehr zufrieden wäre die meiste Zeit. Weil man wäre halt quasi für seinen eigenen Quatsch verantwortlich. Das ging ja nicht. Da kann man ja niemand anders die Schuld geben. Das ginge doch nicht. So, komm hier. Wo ist er hin? Wo ist der Onkel hin? Jetzt wieder oben. Toll. Das war ein starker Schuss. So. Ja, der Auszug war jetzt nicht so furchtbar lang. Das geht eigentlich. Die Welt ist eigentlich nicht so überdimensioniert groß. Sie ist halt nur sehr verwinkelt. Und das finde ich sehr, sehr schön. Dass das hier quasi... Wie gesagt, diese ganzen Stellen gibt, wo man noch nicht hin kann und später dann erst nochmal hinkommt. Und dann ist es irgendwie... Ja, freut man sich darüber, dass man dort doch nochmal wieder da ist. Also das ist schon sehr, sehr gut gemacht. Falls ihr versteht, was ich meine. So, ab dafür nach oben. Ich wäre mal stark dafür. 10-Verbindung ist bereit. Ja, ich glaub's auch. Oh, guck mal. Die Explosionen nutzt man auch eher selten, ne? Ist hier noch irgendwas? Nein. Offenbar nicht. Kein Wunder, dass Kuro diesen Ort meidet. Der Sonnenstein lässt noch immer das Licht erstrahlen, das sie so fürchtet. Du hast den Sonnenstein gefunden. Mit dieser legendären Rune bekommst du Zugang zum Horoberg. Ja.
Ihre Reise inspirierte selbst jenen, der Zweifel hatte. Humo hatte einen Ort gefunden, zu dem er gehörte. Mit Hilfe des Sonnensteins können wir jetzt die Tore des Horobergs passieren. Aber spürst du das Beben und Donnern der Erde? Der Horoberg ist kurz davor, Feuer zu spucken. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ach Gottchen. Okay. Ah, das ist das Gebiet, wo wir noch nicht waren bisher. Das ist gut. Cool. Das heißt, ich kann doch nochmal in diese Richtung noch mehr Fähigkeiten mitnehmen. Hooray! Schön. Schön. Gumo, ne? Neues Ziel, finde den Horoberg und stelle ihn wieder her. Gumo, tut mir fast ein bisschen leid, ne? Hat es nicht einfach, sag ich mal. Weil seine ganze Sippe ist quasi ausgeräuchert. Haben wir ja gesehen, als wir da unten waren. Und ist ja schön, wenn er uns jetzt hilft. So, ich überlege gerade, wie ich das hier mache. Hier oben haben wir wirklich alles. Also wahrscheinlich gibt es hier noch irgendwo versteckt irgendeine Energiezelle oder sowas. Oder irgendeine Lebenszelle. Aber ich denke mal, dass wir doch ziemlich gut hier durch sind. Hier unten ist... Ja, da könnte man auch nochmal hin. Ja, man kann an so einige Stellen hin, muss man sagen. Da oben wäre schön, da müssen wir noch am Ende hin, damit wir hier die 100% oder beziehungsweise damit wir das Spiel durchspielen können. Hier sind noch so viele, hier... Die ganzen Dinger liegen da noch rum. Hier unten nicht mehr. Da haben wir schon alles abgegrast. Aber hier die ganzen Fähigkeitspunkte. Da ist noch so viel Krempel. Ich hätte mal dann direkt hier hochgehen sollen. Nicht diesen ganzen Umweg machen, sondern... Ich dachte, dass da oben irgendein wertvoller Kampf stattfinden würde. Deswegen habe ich gedacht, dass wir da oben entsprechend... erstmal eine ganze Menge Stress kriegen werden. Aber war anscheinend nicht so. So, bevor wir da runtergehen und das alles letztendlich machen... Oh, wobei, runtergehen kann ich schon mal. Passt schon mal. Würde ich mal sonst sagen, dass ich eine Pause mache hier. Und wir einen anderen Mal weitermachen. Muss mal gucken. Mach ich gleich. Auf jeden Fall. Dass wir uns dann beim nächsten Mal noch ein bisschen um die Fähigkeiten kümmern hier vielleicht. Und dann schauen wir einfach mal, wie das hier alles so läuft. Au, 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 au. Nicht angreifen, nein, aua. Ja, doch, das geht hier. Und runter mit uns, hooray. Die normale Flamme macht echt nicht so viel Schaden. Das ist eigentlich ein bisschen schade. Aber es ist halt, damit man die nicht nur benutzt. Sondern auch mal die Fähigkeiten. Hier sieht. So, doch, ein bisschen Erfahrung bringt das schon. Ich hau da hier und da mal ein paar drauf, ne? Und ein bisschen. Okay, das klappt nicht. Wenn wir da mal ein bisschen vorankommen, noch mehr Fähigkeitspunkte kriegen. Ich möchte die nämlich alle haben. Habe ich noch nie erwähnt bisher. So. Bringt es auch Erfahrung? Ja, geht. Eher sachte gehalten. War das gerade der Wilhelm Scream? Habe ich sowas da gerade gehört? Kann das sein? Könnt ihr nochmal kurz zurückspulen und das nachverfolgen? Wilhelm Schrei hier, ganz bekannt aus Film und Fernsehen und Computerspiel. Ein Schrei, der irgendwas erstmal aufgetaucht ist und seitdem in über 300 Filmen und Spielen verwurstet wurde. Ich habe das doch gehört gerade. Ich glaube schon. Nehmen wir mal einen schnellen Weg hier. Da. Fallen. Fallen. Noch weiter runter. Doch, noch weiter runterfallen hier. Dass die ganzen Gegner respawnen hier, ist das mit der Erfahrung echt kein Problem eigentlich. Also man sollte schon alles freischalten können. Es sei denn, man hat keine Lust, wirklich immer wieder auch mal ein paar Gebiete zu grinden und dann nochmal ein paar Gegner nochmal kaputt zu machen. Guck mal hier, das geht echt gut gerade mal hier. Na, lass mich da hoch.
Plomps. Doch, ich habe den Eindruck, ich krieg tatsächlich weniger Schaden ab. Das ist schön. Ja. Was nicht heißt, dass ich jetzt schlecht spielen darf. Oder sollte. Was aber eigentlich ständig passiert. Da oben waren wir schon, ne? Genau. Bombs. So. Da unten brauche ich, glaube ich... Bin ich dahin? Eigentlich schon. Ich weiß halt nicht, wie spannend das ist. Ich würde mal sagen, das ist wirklich so eine Stelle da... Wobei, da kommt man... Kommt man da schnell hin? Ich muss da nochmal unten hin. Das geht sonst nicht. Es tut mir ja leid. Ich meine, wer hier zuschaut, der hat eh sich aktiv dafür entschieden. Ich bin keinesfalls derjenige, der das Spiel als erstes komplett durchgespielt haben wird. Ach stimmt, das ging ja nicht. Na, von daher ist sowieso egal jetzt hier. Ein Pünktchen haben wir wieder. Und dann machen wir jetzt 100% hier. Spitzenmäßig. Das war nicht spitzenmäßig, keinesfalls. Au, das... Ich lebe noch! Okay. Erstaunlich. Sonst haben die Dinge mich immer zerlegt, wie sonst was. Wie der Fleischer einen Knochen. Oder so. Wobei Knochen werden nicht zerlegt, meistens. Ja, der Rest drumherum. Wie der Fleischer eine frisch geschlachtete Kuh. Toller Vergleich. Hallo, ihr Vegetarier. Na? Ich mag euch. Was ist das denn hier? Das ist ja sehr verfälzt jetzt hier. Was soll denn das? Hä? Warum ist der Felsen geschlossen? Komme ich da nicht? Da muss ich doch aber wieder hinkommen, oder? Hä? Das geht ja sonst nicht, oder? Warum ist es denn hier verschlossen? Was ist das denn? Kann ich jetzt gar nicht 100% machen hier, weil es zu ist, oder wie? Oder was ist da los? Das fände ich jetzt ein bisschen blöd. Das fände ich jetzt echt blöd. Das fände ich... Hä? Schaltet sich das später dann nochmal frei, oder was ist da los? Ich weiß nicht, es scheint mir ein wenig verschlossen zu sein, das finde ich nicht gut. Deswegen lasse ich das für den Moment mal sein. Falls es wirklich verschlossen ist, dann weiß ich nicht. Ich hoffe mal, das schaltet sich dann später noch mal wieder frei. Würde mich sehr freuen. Deswegen, ich gehe mal wieder zurück hier. Bombs. Und dann machen wir das nächste Mal tatsächlich mit der Story weiter, beziehungsweise schauen nach rechts nochmal eben hier, wie das denn mit den Fähigkeitspünktchen da aussieht. Weil das wäre schon eine ganz schöne Sache. Die auch noch mitkriegen. Und dann ist auch gut. Ja, die Energie, es ist schön. Ich brauche nicht mal mehr die Energie, die hier in der Gegend hängt. Das ist toll, wie sich das entwickelt hat. Au. Ja, hier kommt. Auch wenn man stark genug ist, sollte man nicht auf Style-Punkte verzichten. Und Gegner in die Stacheln schießen. So, ab nach rechts. Und, würde ich mal sagen, ab hier... Na, wir gehen noch eben zum Baum hin. Damit zöge ich das gerade sehr hinaus. Dass ich hier Feierabend mache. Hat nichts zu bedeuten. Ah. Okay, sind nicht so stark. Kann ich auch selbst mal eben draufhauen. Da rechts war ich auch schon überall, glaube ich. Ja, es wäre noch echt nett, wenn wir hier die ganzen Energiezellen und Sachen angezeigt bekommen. Das wäre schon mal ganz cool. Speichern. Machen wir es hier. So, wunderbar. Ein schönes Schlussbild. Vielen Dank fürs Zuschauen hier bei Ori and the Blind Forest. Wir machen das nächste Mal weiter mit dem Bereich, der hier noch ist. Vorher aber schnappen wir uns noch mal diese beiden Fähigkeitspunkte, das hier rechts vielleicht auch noch. Das muss ich mal schauen. Hier unten ist, glaube ich, nichts mehr, ne?
das hier, das ist... Müssen wir schauen, vielleicht mache ich hier einen Umweg. Hier sind noch so viele Sachen. Das wäre eigentlich echt ganz cool. Das dauert ja nicht so wahnsinnig lang, das geht ja. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Adieu und tschüssi und so.